Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Immer noch bei den Barden. Lady Ateia hat bereits vereinbart, dass ich am Hof des Jarl von Ihr habt die Küche der Bardenakademie entdeckt. Dann schon herzlichen Glückwunsch. Die Sturmmäntel würden kurzen Prozess mit euch machen. Ich sagte schon. Musik zähmt selbst die wildesten Bestien. Ich sagte. Sogar die Nord. Ich sagte ja schon in The Witcher, dass ich krank bin. Das ist sozusagen auch der gleiche Tag, an dem es rauskommt, da ich so jetzt von Tag zu Tag ein bisschen hechte und immer hoffe, dass ich am nächsten Tag etwas gesünder bin. Ich bin nur so gut im Lautenspiel, weil ich so alt bin. Der jüngste war an der ganzen Leben um die Laute zu euren Diensten. Ich höre hier so viele, aber hier ist keiner. Ich glaube, ich gehe raus, ich werde hier langsam wahnsinnig. Ja, auf jeden Fall etwa, also vielleicht ist es, ich bin ja nie so der Riesenredner. Es gibt mal Tage, da rede ich wie ein Wasserfall. Dann gibt es wieder Tage, da rede ich irgendwie gar nicht oder Momente und vergesse das Reden. Aber ganz ehrlich, wenn ihr keine Let's Plays aufnimmt, macht das mal. Weil wenn ihr alleine spielt, redet ihr ja normalerweise auch nicht mit euch selbst, ne? Das habe ich auch schon tausendmal erwähnt, glaube ich. Es ist für mich, obwohl ich das jetzt glaube ich, boah, wie lange mache ich das jetzt? Halbes Jahr? Kommt das hin? Nee, oder? Jeden Tag zwei. Ja, doch, sagen wir mal so ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe das ja, glaube ich, letztes Jahr im Winter angefangen. Oder im Herbst? Ach, mein Gott. Ich weiß das nicht mehr, weil das einfach so mal schnell zwischen Tür und Angeln war, um meinem Kumpel Cycrim das Spiel Seven Days to Die zu zeigen, damit er sich das holt. Und ich wusste nicht, wie ich es ihm anders zeigen sollte, weil wir wohnen ja auch ein paar Kilometer auseinander. Und dann war das die Lösung sozusagen. Warum stehst du eigentlich noch hier rum? Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Aha. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Mhm. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Junge, ich bin krank, aber nicht blöd. Aber einfach nur, um die Quest zu machen, machen wir es natürlich. Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Tatsächlich? Warum das denn? Aufgrund welchen Verbrechens? Ich habe nur über ein Ereignis geplaudert, das zweifelsohne tragisch wäre. Ein tragisches und sehr, sehr profitables Ereignis. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Ja, das ist eine Idee auf jeden Fall. Könnte ich noch Quests herbekommen? Wartet! Ich kenne euch doch! Nope, kennst du nicht. Sieht ein neues Haus in Jalmarsch an. Theobaldos.
Ich würde gern mal wieder. Entschuldigung. Vom Falkenring habe ich denen auch noch nicht geholfen. Das ist ja interessant. Hä, das kann doch gar nicht sein. Klar haben wir. Was habe ich denn jetzt gemacht? klar haben wir denen geholfen. Und zwar. Was mache ich denn hier gerade? Ich bin ein bisschen neben der Spur. Ich hasse Erkältungen. Da geht's noch hin. Ach, wir waren, glaube ich, noch in Einsamkeit mit unter anderem zum Verkaufen, glaube ich. Hier muss auch noch irgendwas sein. Hier ist so viel Platz. Haben wir denn was zum Verkaufen? Wir sind auf jeden Fall schwer beladen. Und diese komischen... älterer Drache. Einsamkeit direkt greifen die Drachen auch eher selten an, ne? Stirb, Drache. Alter, renn mir in den Fall. Sehr gut. Oh, wer bist du? Mögen die Göttlichen euch führen und behüten. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Swari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwie etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Ja. Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Interessant. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nichts. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sage. Ah, mein Gott, jetzt muss ich auch noch warten. Und ich wollte eigentlich nicht so viel reden, aber naja, soll's jetzt. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Hallo, Salma. Weihand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Ausgezeichnet. Diese Entscheidung werdet ihr sicher nicht bereuen. Danke, das kann ich sehr gut gebrauchen. Werf deinen Blick drauf. Was hat sie denn so? Wo ich glaube, dass sie nicht allzu viel hat, was uns interessieren könnte. Das, ja, doch. Ja, vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Das, wir müssen wieder zu unserem Haus. Was, Alter, was wir alles immer machen müssen. Weg damit. Wir wollen dein Geld, all dein Geld. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Jo. Dann könnten wir jetzt eigentlich zu der... Kräuterdame hier rüber gehen. Das Aromalädchen. Zutaten kaufen. Ihr Geld wieder abknöpfen und sie ist gleich da. Wo ist sie denn jetzt? Hallöchen. Ah, willkommen in Angelas. Ah, schon siehst du das. Welche Kräuter dürfen es denn sein? Großartig. Ja, heute natürlich. Abend werde ich die Bestellungen bei... Werf deinen Blick darauf. Die hat immer noch diesen Bug, oder es soll so sein, ich weiß nicht, aber es ist lustig. Erstmal die ganzen Zutaten. Zack, 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 zack.
das auch. Und ansonsten können wir die ganzen Zaubertränke hier verkaufen. So. Großartig. Ja, na, natürlich. Mit dem zusätzlichen Geld kann ich doppelt so viele Vorräte kaufen wie sonst. Klar, was zum Teufel? Wenn ihr nach Möglichkeiten sucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Nun. Warum verfolgt ihr uns? Jeder braucht Arbeit, richtig? Hm. Ich habe gute Arbeit für euch. Hm, klar. Weiß nicht. Karte? Und wir müssen jetzt sowieso erstmal zu unserem Haus. Wir lagern es aber nur draußen schnell alles ab. Sortieren, da kümmere ich mich dann mal irgendwann drum. Entweder in der Folge oder außerhalb einer Folge. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Einfach mal wieder ein bisschen was abliefern sozusagen. Der hat auch hier hübsches Gesicht, die Dame. Eine Dame ist das, ja. Hat eine schmale Taille. Taille? Natürlich sind hier noch 1000 Bücher drin. Gut, wir werden die einfach auch mal mit hier hinlegen. Die wiegen zwar nichts, aber Platz ist Platz, ne? Questobjekt? Aha. Da muss ich mich wohl noch mal umgucken. Der irgendwann mal. Die paar Zutaten hier, ne? Salz. Ich hier so viele Zutaten dabei, sind das noch die, die ich nicht verarbeitet habe, oder plus die neuen? Oh, und uns davon auch noch einen rein. Kann ich sowieso nicht wegbringen. Oh, was ich alles noch machen will. Die Schatzkarten, ja. Natürlich auch noch etwas, was ich erledigen muss. Klar, warum packe ich denn jetzt die Laterne da rein? Egal, jetzt ist er drin. Wir immer noch. Wir müssen mal die Gefährten machen, damit wir diese scheiß Köpfe hier, das sind noch 16 Kilo, die wir hier dabei haben. Finde ich nicht so gut. Die wiegen auch noch was. So. Etwas leichter. Und jetzt gehen wir. Ich würde gerne wissen. Huch. Ah, mein Gott. Was ist? Da ist ein See. Nehmen wir den als Ziel. Von da aus. Dann laufen wir einfach mal querfeldein da lang und hoffen, dass irgendwas Cooles da ist. So, drehen. Bis jetzt sieht es eher schlecht aus. Natürlich Magier. Ist das der gerade Waldhering oder Wildbret?
Zeit zu sterben. Voltia-Vampir. Was wird denn das? Voltia. Sieht ganz schön schwarz für einen Vampir. Aber dies ist mir einerlei. Denn ihr seid trotzdem Geld wert. Ist der Drache da hinten? Wahrscheinlich. Ihr fliegt sonst nicht allzu viel rum. Was ist das hier? Oh, da hinten gibt's Mammuts. Du bist aber groß. Zack. Irgendwas weiß, dass ich hier bin. Wölfe und ein Säbelzahn. Verdammt. Sprechende Steine. Mammut sehe ich nicht. Aber ein Riesen. Riesen sind eigentlich freundlich, es sei denn, man kommt ihnen zu nah oder greift sie halt an. Aber da, die sind sehr viel wert, wenn man sie platt gemacht hat. Deswegen. Ja. Nicht die netteste Art, aber hey. Hier muss jeder sehen, wo er bleibt. Wir müssen noch dahin. Ich greife die dann. Entdeckt. Das halte ich für ein Gerücht. Schleichangriff ist angeblich noch. Also ich habe keine Ahnung, warum angeblich der mich oder warum der mich angeblich gesehen hat, aber. Oder warum halt nicht. Oh, schön. Ach, hier ist Truhe. Geld, Geld, Geld. Ansonsten ist hier. Da ist jetzt noch eine Höhle. Die ist. Da können wir euch hin.
Oh. Das tat weh. Oder es war so schnell tot, dass es gar nichts mehr gespürt hat. Rollen, 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 rollen. Krass, so rollt er immer weiter, aber wenn ich also die Third Person benutze, dann rollt er, muss ich jedes Mal wieder auf Rollen drücken. So, Höhle, Höhle, Höhle. Entdeckt. Versteckt. Entdeckt. Versteckt. Wer denn zum Teufel? Schlammkrabbe. Da. Versteckt. Hui. Urteil entdeckt. Alter. Naja, aber da gehen wir erst in der nächsten Folge rein. Ich habe ja gesagt, ich bin krank, wir müssen das ein bisschen kürzer machen. Ich darf meine Stimme auch nicht so überlasten, sonst ist es morgen wahrscheinlich noch schlimmer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt mir das verzeihen, krank sein und so. Ne? Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.